Und wir finden eben, dass Magdeburg Potenzial hat. In der Barendorfer Straße im Stadtteil Sudenburg entsteht ein Gesundheitsquartier, angeschlossen an die MVZ-Praxisklinik. Beide Gebäude gehören der Berliner HD-Gruppe. Wir haben hier das MVZ hier vor 3 Jahren gekauft, haben das revitalisiert, haben das weiter vermietet, haben uns überlegt gehabt, dass wir diese Lücke sollte geschlossen werden städtebaulich hier, und haben hier noch Grundstücke zugekauft und haben dann im Prinzip mit der Räderfahren den Betreiber gefunden und haben dann quasi uns entschieden, hier das Projekt zu realisieren. 2021 begann die Arbeit am Neubau mit einer Mietnutzfläche von 5.550 Quadratmetern. Am 31. März feierten die Projektbeteiligten das Richtfest des Gesundheitsquartiers. Das besteht aus 68 betreuten Wohnungen, aus 24 Wohngruppen, Demenzwohngruppen und aus der Tagespflege und ambulanten Dienst. Mindestens 50 Arbeitsplätze schafft der Berliner Pflegedienstleister Rena Fahn. Der Bau soll im August diesen Jahres abgeschlossen sein.